Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, wie der Zufall manchmal so spielt. Ich wollte eigentlich heute ein Video über Erratas und Set Rotation in Bezug auf Flash and Blood machen. Dann habe ich aber gerade bei YouTube mal ein bisschen durchgeguckt und da habe ich den Sascha spontan gefunden. Hallo Sascha, schöne Grüße auch an deine Frau. Und der hatte ein Thema, ja, wir müssen reden. Warum wird alles andauernd erratiert? Und das natürlich in Bezug auf Tabletop, weil Tabletop Basement und so weiter und so fort. Schaut euch auf alle Fälle erstmal das Video vom Sascha an. Das ist halt quasi ein Antwortvideo darauf, weil es kam auch der Aufruf vom Sascha, einfach mal wieder ein Antwortvideo zu machen. Früher gab es das ja öfter mal und ich fand das eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen ja, Diskussionskultur in Bezug auf Tabletop. Und deswegen dachte ich, mache ich mal eben fix ein Video zum Thema Errata im Tabletop. Und ja, wer fällt uns denn als erstes ein? Bei Errata im Tabletop natürlich Warhammer 40k. Das, ja, ich sag mal, die Tinte ist noch nicht mal so richtig trocken vom Druck, beziehungsweise ne, der Toner. Und schon ist es, ja, nicht mehr gültig. Warum? Warum tut man sowas? Ja, und generell würde ich da sagen, wir stellen uns erstmal die Frage, warum wird überhaupt erratiert? Oder ja, warum wird erratiert? Muss man erratieren? Und am Ende gebe ich mal so meinen Senf da dazu ab. Und ja, also ich sag mal, erratieren macht Sinn, wenn sich das System weiterentwickelt. Dann bin ich aber dafür, dass man nicht erratiert, sondern dass man eine neue Edition ansetzt. Was auch nicht zu oft geschehen sollte, weil man dann meistens alle Armeebücher und so weiter neu braucht oder ne, halt vieles dann irgendwie neu braucht. Deswegen bin ich der Meinung, Erratas sollten halt geschrieben werden, wenn wirklich Regeln schlecht bzw. unpräzise geschrieben sind. Es gibt immer wieder Regeln, wo man dann ja, mit bestem Wissen und Gewissen, wie das immer so schön heißt, die Regeln verfasst hat. Und ja, aber es ist dann so, dass natürlich hat man als Playtester dann irgendwie selber nicht so die Chance, mit den ganzen Konstellationen zu spielen und in so viele ja, Probleme oder Problemsituationen zu kommen, wie es dann halt mit zigtausend Spielern auf einmal passiert. Und aus dem Grunde ist es halt so, dass man dann wahrscheinlich sagt, ja, okay, das ist soweit gut, aber die Regel ist halt irgendwie, entweder ist es schlicht falsch, das kann ja auch mal passieren, oder steht im Kontrast zu einer anderen Regel, oder sie ist einfach so schwammig, dass das halt Auslegungssache ist. Und glaubt mir, egal, ob es jetzt Karten sind, ob es Tabletop ist oder sonst was für ein Spiel, wenn es irgendwo ein Schlupfloch gibt, wo man eine Regel auslegen kann für seine Fraktion oder für seine Armee oder sonstiges, irgendwer findet die und dann wird da eine, ja, Meta-Liste draus, ne? Wie das halt so ist, die dann auf Turnieren abräumt und so weiter und so fort. Ja, das ist also, wie gesagt, meiner Meinung nach entweder ungenau, falsch oder steht irgendwie halt komplett gegen eine andere Regel, die schon existiert in dem Spiel. Also das sind so die drei Sachen, wo ich sagen würde, da ist ein Errata gut. Wenn wirklich die Schöpfer des Spiels sagen, wir möchten das Spiel weiterentwickeln und wir möchten halt auf eine neue Ebene, wie das dann halt irgendwie gut, man, ne, erste Edition steckt meistens in den Kinderschuhen, da findet man halt diverse Fehler, dann sagt man, komm, zweite Edition setzen wir oben drauf und dann sollte es aber meiner Meinung nach auch erstmal so eine Runde laufen. Beispiel Kings of War. Kings of War hat dann halt wirklich die zweite Edition sehr, sehr lang laufen lassen. Mit der dritten Edition, das hat irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis die kam. Da gab es dann ein schönes Regelbuch und da war dann alles schick drin, soweit erstmal, ne? Und ja, wie gesagt, ich will nicht immer hier gegen Games Workshop wettern, aber da werden teilweise Kodizes angekündigt, das wird dann wieder gehypt und die Dinger sind noch nicht mal ausgeliefert, da sind die schon. Da wird von Games Workshop selber gesagt, pass mal auf, Seite 33 und 34, oder weiß der Teufel was, ne, jetzt als Beispiel, die braucht ihr gar nicht lesen, die sind nämlich schon falsch. Ihr habt das Buch bezahlt, ja, ne, irgendwie PayPal schon bezahlt oder so, aber ihr habt es noch nicht mal da und schon ist es quasi obsolet. Nein, muss ich nicht haben, will ich nicht haben. In Bezug auf Warhammer, also ist das auch eine Sache, die mir wirklich richtig auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, dass das so schnell erratiert wird. Klar, man kann jetzt sagen, so wie wir das machen, wir spielen das einfach mit dem Grundregelbuch und mit dem Kodex und dann ist gut. Vielleicht nochmal hier, einmal im Jahr kommt ja quasi dieses Errata-Buch raus, wenn es dann mal so ist und dann ist auch gut. Und wir machen das jetzt nicht so, wenn wir dann mal spielen, dass wir dann wirklich irgendwie jede Turnierregel da raussuchen, jedes Errata, und weil dann hat man nachher einen riesen Packen Papier oder ist nur am Scrollen irgendwie auf dem Tablet oder auf dem Handy. Keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da sehe ich wie Sascha, da habe ich keinen Bock drauf, das geht mir auf den Sack. Und ich bin kein Turnierspieler, muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben. Ja, wo wir gerade beim Thema Turnier sind, das hatte der Sascha auch angesprochen.
Gehören Tabletops generell auf Turniere? Schwierig. Also es gibt Tabletop-Systeme, würde ich sagen, die halt schon ziemlich kompetitiv geschrieben sind, ja. Zum Beispiel würde mir da halt, ja, Sportspiele, wie halt Sascha schon sagte, aber mir würde auch so Sachen einfallen wie zum Beispiel X-Wing, wo es halt meiner Meinung nach schon einen sehr hohen kompetitiven Faktor gibt. Und solche Systeme sind halt schon so ein bisschen auf Turnier auch ausgelegt. 40K ist auch auf Turnier theoretisch ausgelegt, wenn man es drauf anlegt. Und das ist dann so der nächste Punkt, warum Errata so ein großes Thema ist und Erratieren, gerade bei Systemen, die Mainstream sind. Und meiner Meinung nach ist das so, A, um das Spiel im Gespräch zu halten und interessant zu halten, weil aufregen tun sich die Leute immer. Und ne, ihr wisst ja, schlecht über andere Leute reden und aufregen über irgendwelche Sachen, das ist immer, ne, da ist jeder mit dabei. Und wenn ihr möglichst viele Menschen erreichen wollt und möglichst viel Interesse auf euch ziehen wollt, dann ist das meistens nicht mit Positivpresse, sondern mit Negativpresse. Und habt das schon gehört, ne? Ja. Und diesen Effekt, ich glaube, diesen Effekt, das ist was, was Firmen wie GW und so ausnutzen. Also richtig ausnutzen. Weil, ja, hast du schon gehört, ich habe gerade meine Turnierarmee für nächstes Wochenende zusammengestellt. Hier, Errata, jetzt kann ich Einheit XY schon nicht mehr spielen, weil das ist jetzt verboten, beziehungsweise die ist jetzt so schlecht, dass sich das nicht mehr lohnt. Ne? Ja, und schon ist man wieder im Gespräch. Die Leute arbeiten an ihren Listen, weil die wollen ja gewinnen auf den Turnieren. Die Leute sehen zu, dass sie irgendwie gucken, dass sie das umstellen, vielleicht noch neue Minis kaufen, eben auf die Schnelle. Und ja, so ist dann quasi das System wieder im Gespräch. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen böse gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Weil, ne, ihr kennt das allein, auch wenn es nur irgendwelche Nachbarn sind, hast du schon gehört, der und der, was der gemacht hat, irgendwie, und hier und da, das und das ist neu und, und ne, so halt dieser Klatsch und Tratsch. Also ich komme vom Dorf, es ist in der Stadt aber kein Stück besser. Es ist einfach, die Leute möchten gerne über solche Sachen reden und möchten am liebsten dabei noch lästern. Ob sie es nachher spielen, also beziehungsweise sie werden es nachher spielen in der Regel, das steht außer Frage. Aber erstmal drüber aufregen und machen und tun, ne? Das ist, ja, das ist halt so typisch durchschnittlich menschlich und es ist einfach so. Und das kann man irgendwie jetzt auf die Errata oder auf die Preispolitik immer beziehen, das ist einfach so. Und gerade beim Erratieren ist es halt so, dass es meiner Meinung nach nicht nur einen Regelaspekt hat, sondern auch ein ich bringe mein System mal wieder ins Gespräch Aspekt. So, das ist so mein Gefühl, ne? Könnt ihr auch mal gerne auch hier unten drunter mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ja, sind Erratas denn jetzt notwendig? Ich wollte das Video kurz machen, so 5 bis 10 Minuten, damit ihr euch das auch vielleicht bis zum Ende mal anguckt. Und ich denke, sie sind, wenn ein Regelsystem gut geschrieben ist, kann, na gut, ich sag mal, in der ersten Edition ist es schwierig. Da würde ich dann aber quasi dann lieber, dass wir so einen Testlauf machen, das 2 Jahre laufen lassen oder anderthalb und dann die 2. Edition draufsetzen. Die muss dann aber auch sauber sein. Und bei einer 2. Edition würde ich dann wirklich nur noch Texte punktuell erratieren, die wirklich falsch sind, die einer anderen Regel entgegenstehen oder die halt wirklich so unklar sind, dass einfach was ergänzt werden muss. Nicht das, was komplett geändert wird, sondern ergänzt werden muss. Diese 3 Punkte, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe, das ist für mich, reicht an Errata, Punkt. Es muss nicht andauernd irgendwie so viel erratiert werden, dass man eine halbe Küchenrolle braucht, um die ganzen Dinger da aufzuschreiben, beziehungsweise ein halbes Buch nur hat an Errata. Man kann das so lösen, wie zum Beispiel, dass bei Systemen ist, die Karten auch verwenden, die dann appgestützt sind, wo man dann sagt, irgendwie die Karten, ihr müsst sie euch nicht immer neu kaufen. Wir ändern die dann einfach im digitalen Medium. Finde ich aber, bin ich kein Fan von digitalen Medien beim Spiel. Ich lese ja noch nicht mal irgendwie digitale Regelwerke. Ich lese wirklich alles im Papier, persönliche Präferenz. Ich schlüre auch dann lieber ein Buch mit, als dass ich irgendwie auf dem Tablet rumscrolle. Der Benjamin ist da ganz anders gepolt. Der hat das auch immer schön alles auf dem Tablet und der hier und da. Ne? Ja, ich blätter dann hin und her und habe da meine 1, 2 Bücher halt da liegen. Ist so. Ja, aber ich weiß es nicht. Also es ist halt auch dann Geschmackssache in dem Sinne, nur ja, wie gesagt, also die 3 Sachen, das sollte reichen, um das zu erratieren und danach Cut. Dann lieber die Edition ein bisschen laufen lassen, dann weiß man, da sind 1, 2 Macken drin.
Dann macht man das nach ein paar Jahren, wie zum Beispiel, bestes Beispiel wieder Kings of War, schreibt ein schönes, sauberes, ordentliches Regelbuch, schön ein dicker Klopper, ne? Da ist dieses Fluff drin, da sind die Regeln drin, Armeelisten am besten noch drin und dann ist das wieder sauber. Meiner Meinung nach ist es ein Zeichen, ja, ich will jetzt nicht sagen von Inkompetenz, weil ich ja, wie gesagt, eben schon im Hinterkopf habe ich halt immer, dass das auch ein bisschen gewollt ist, die ganze Nummer, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein System gut geschrieben ist oder bewusst gut geschrieben sein soll und dann sind da so viele Fehler drin. Ich würde sagen, es ist ein Zeichen von Inkompetenz. Entweder A, es ist Inkompetenz, ein System in der 5., 6., 7., 8., 9. Edition immer noch so schlecht zu schreiben, dass man das innerhalb von 2 Wochen erratieren muss, nachdem das Printmedium draußen ist oder die Regeln veröffentlicht sind. Oder es ist halt wirklich so, ich mache das mit Absicht, um die Leute zu veräppeln, ne? Ihr wisst, was ich meine, und damit die was zu reden haben, damit die halt hier auf dem System bleiben. Meiner Meinung nach ist es zeugt es nicht von Qualität, wenn Regeln andauernd erratiert werden müssen. Punkt. Sind Erratas nötig, um jetzt den endgültigen Fall zu kriegen? Also wie gesagt, bei den 3 Punkten, die ich angesprochen habe, ja. Ansonsten würde ich sagen, neue Edition, da dann einmal sauber arbeiten und dann Schluss. So, das zum Thema Errata. Turnierspiele, man kann es machen, muss es nicht. Das ist mein Thema zum Turnier im Tabletop. Es ist natürlich bei manchen Spielen, die sind halt mehr drauf ausgelegt, wie Sascha sagte, im historischen Sektor. Wenn man irgendwelche Schlachten nachspielt, dann muss man das bestimmt nicht auf dem Turnier machen. Ansonsten Systeme, die halt schon ein bisschen turnierbasiert sind, kann man das auf jeden Fall auf dem Turnier machen. Und viele Leute haben halt einfach die Ambition, sich mit anderen zu messen und das auf kompetitiver Ebene und haben halt einfach nicht diese Befriedigung, wie ich so mehr habe, wenn ich eine Kampagne spiele oder hier zu Hause was spiele oder mit im Tabletop-Verein was spiele, dass ich halt sage, wir spielen ein schönes Szenario oder wir spielen halt was, wo die eine Armee vielleicht ein bisschen stärker ist, dafür hat sie halt einen kleinen Vorteil im Gelände oder so. Und klar, es müssen Punkte da sein, dass das ein bisschen ausbalanciert ist mit den Armeen, aber es muss nicht immer dieses Turnierlevel haben, dass man das dann halt wirklich rundenweise spielt. Man kann das, wie Sascha auch schon angesprochen hat, bei Sportspielen machen zum Beispiel, bei Kampfspielen, bei irgendwelchen anderen Sportspielen, Blood Bowl, ne, die Mannschaft gewinnt, kommt eine Runde weiter, bla bla bla, keine Frage, ne? Sowas passt aber im historischen und auch in vielen anderen Tabletop-Systemen, finde ich, Turnier, also für mich persönlich. Ich brauch's nicht. Ich habe auch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch kein einziges Turnier gespielt, muss ich ehrlich sagen. Und doch, ein Magic-Turnier habe ich tatsächlich mal gespielt. Ansonsten bin ich wirklich nicht so der Fan von Turnierspielen. Aber ich kenne auch Leute, die wirklich sagen, das macht für mich das Tabletop-Hobby aus. Ich sitze unter der Woche da und schraube mir Listen zusammen und mache und tue, um am Wochenende halt zu gucken, wie die funktionieren und dann ein bisschen Feintuning, die Schraube nachziehen, die Einheit austauschen. Jeder, wie er Bock hat, ne? Aber generell ist es halt so, ja, ist es halt persönliche Neigung, ob man das jetzt möchte oder nicht. Ich sag, bei historischen Systemen und sowas passt es nicht. Bei Systemen, die halt extra auf Kompetitivität, wow, schweres Wort, ausgelegt sind, passt es schon, aber ja, ist für mich halt kein Muss. Ich spiele halt lieber zu Hause. Das klingt auch komisch, ne? Also ich spiele halt lieber nicht auf kompetitivem Level, sondern einfach, um Spaß am Spielen zu haben. So, ich hätte auch gerne mal wieder Zeit zu spielen, deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich überhaupt mal ans Spielen komme und ich brauche keine Turniere. Ich denke, mein Punkt ist klar geworden zum Thema Erratieren und zum Thema Turnier. Ja, ich hoffe, das war jetzt so in deinem Sinne, das Video, Sascha, dass ich hier mich da mal zu geäußert habe. Und gut, ansonsten bin ich raus. Ihr kennt die Nummer, Daumen, Abo. Und ja, schreibt gerne drunter, was ihr darüber denkt. Und ihr könnt auch gerne, wie Sascha schon sagte, Antwortvideos machen, wenn ihr auch ein YouTuber seid oder ähnliches. Ich bin dann raus. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.